dir mal eine Testaufnahme von mir. Ich habe ja meinen neuen PC vollendet. Hat etwas länger gedauert als geplant. Ja, ich bin hier in eine Runde jetzt reingekommen. Soll jetzt erstmal hier nur ein Test sein. Egal, ob ich jetzt hier gewinne oder verliere. Ist mir relativ Latte. Und ja, danke. Wollte ich jetzt erstmal noch sagen. Danke, danke Leute für 5000 Abonnenten. Hat mich wirklich sehr gefreut. Die letzte Zeit ist natürlich, die letzten Wochen ist natürlich sehr, sehr wenig gekommen. Sorry nochmals dafür. Aber das wird sich auf jeden Fall ändern jetzt. Normalerweise wollte ich ja die Woche so 2 Videos raushauen. Habe ich jetzt nicht geschafft. Ich habe sogar meinen Rekord gebrochen. Das längste war ja eine Woche, wo ich mal was nicht aufgenommen habe. Jetzt sogar 2 Wochen. Ja, was verändert das jetzt, dass ich einen neuen PC habe? Ich kann Livestreams machen auf jeden Fall. Ohne Probleme. Es gab ja immer Probleme, wo ich da jetzt mal live war. Irgendwie mit der Qualität oder dann hat es gehangen ohne Ende. Das wird jetzt nicht mehr passieren. Live-Videos nehmen mir viel Arbeit ab. Jetzt zum Beispiel, wenn ich keine Zeit habe zum Rendern und dies und das, das Video zu bearbeiten. Deswegen ist das eigentlich... Oh, ich muss hier mal mein DPI höher machen. Das war alles hier gerade so low gewesen. Ach komm, ich mach hinten die Wände dran. Und 2 Batterien. Oh, ist geil. Ich kann aufnehmen. Ich kann meine Sprache hier aufzeichnen. Die Elgato brennt. Und ja, man sieht, es läuft, Freunde. Ich habe ja meinen Prozessor drin, 7700K von Intel, und der hat es wirklich in sich. Wenig CPU, dafür etwas mehr Arbeitsspeicher, aber kein Thema. Dann haut man ordentlich Arbeitsspeicher rein. Natürlich ist nicht so billig. Ich kann euch mal die Komponenten zeigen von mir. Soll jetzt keine Angeberei oder so sein, aber wie gesagt, vielleicht hat da auch mal jemand Interesse. Das ist Wahnsinn. Der läuft sehr gut, der PC. Hat 4 Dosen Bier, hä? Cooler Name. Ich setze den Herzschlagsensor ein. Oi. Yeah. Was geht denn da ab? Hä? C4? Achso, ich dachte gerade, ob da ein Clan drin wäre bei uns hier. Aber nein. Ja, wie gesagt, es läuft wunderbar. So habe ich mir das vorgestellt. Und da kann ich ja jetzt Live-Videos machen. Ich denke so ab Mittwoch. Morgen mache ich jetzt erstmal mein 5000 Abonnenten-Gewinnspiel. Was ich jetzt genau mache, lasse ich mir noch einfallen. Auf jeden Fall etwas wahrscheinlich, wo jeder nutzen kann. So, ich hole hier mal die Ash mit. Gucken wir mal. Das erste Mal hier direkt eine Aufnahme ist gestartet. Ich nehme auch in Angriff, dass ich jetzt hier öfters zocke. Ich muss mich noch um einiges natürlich verbessern. Wieder die Tastenkombination, dass ich da wieder ganz reinkomme. Ich habe einiges sausen gelassen die ganze Zeit. Deswegen, das möchte ich jetzt alles wieder nachholen. Und da geht's voll ab, Leute. So wie früher, wie man es gekannt hat von mir auf der PS4. So möchte ich natürlich das Ganze hier machen. Ja, da geht der Wind, das himmlische Kind. Die Türen knallen. Ja. Ach komm, was los? Lade. Soll ich mit drauf drücken?
Dann wäre es ein Mann weniger. Egal, scheiß drauf. Ich habe jetzt drauf gedrückt, dass hier weitergeht. Sonst müsst ihr da zu lange warten. Ist ja echt nur ein Testvideo, um zu schauen, wie das Ganze läuft. 2 Wochen kam jetzt nichts. Mann, Mann, Mann. Ich bin echt hier ein Rekordbrecher. Sorry, Leute. Das wird definitiv nicht mehr vorkommen, dass es 2 Wochen dauert, bis ein Video kommt. Das ist schon ganz schön lange. Ich gucke jetzt definitiv, dass hier regelmäßig was kommt. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Endlich geht es weiter. Na gut, 4-4, ne? 4-4. Ja, da gehen sie ja meistens raus. Das dauert dann immer so eine Minute oder zwei, bis es wieder weitergeht. Und der nächste joint zu uns rein. Bootshaus, da haben sie ja echt hier Wahnsinnsglück. Aber gut, wenn Randoms drin sind, heißt das nicht immer Glück da unten. Noch 10 Sekunden. Ach so, aha, hier ist Mira-Fenster. Die böse Mira. Oh, ist das cool, ne? Wenn man schießt. Wahnsinn. Es läuft endlich flüssig. Weil das ist mir echt immer so auf die Nerven gegangen. Ja, gut, das Mira-Fenster, da muss ich aufpassen. Die wird das aufschlagen wahrscheinlich, wenn ich da... Ist da die Luke auf? Nö. Wo liegt denn der? Ach so. Ah, die Mira ist gar nicht da hinten. Ah. Upsala. Yo. Yo, 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 yo. Was on ping? Was on ping? Ach so. Ah, der Squeaky oder wie er heißt, YouTube. Ja, der hat einen 200er Ping. Krasse Sache. Aber wie gesagt. Ja, jetzt habt ihr eben das erste Mal gesehen mit dem Hinlegen. Ja, hier ist das irgendwie cool. Auf der PS4 bekomme ich das. Ja, das ist immer doof, wenn man dann Kreis drückt und wenn man die Tasten vertauscht, Kreis und R3, ist das für mich schon ein bisschen verwirrend, wenn ich mal so sage. Ich hol hier mal Jäger und hoffe auf Bootshaus, wäre cool, oder oben drüber Küstenwache oder wie das heißt, keine Ahnung. Da könnte ich mal so ein bisschen rauslaufen, schauen wir mal. Den Raum sicher. Aber es läuft flüssig, freut mich, Mann. Da lacht auf jeden Fall das Herz. Die Drohne der Gegner hat den Gefahrgutbehälter lokalisiert.
Ja, ich komme nicht mehr rechtzeitig hin. Ich wollte eigentlich da oben aufmachen. Oh, da schaffe ich es noch. Ja. So, und dann schauen wir mal in die Kamera, von wo sie kommen. Hopp, schnell, schnell. Ah, von da schon. Oh, nein! Oh, scheiße. Ja, das war halt doof. Das war scheiße. Naja. Da hat hinten schon ein Schakal gelegen. Schade, schade, schade. Schauen wir halt den Leuten hier weiter zu. Aber es läuft, es läuft, es läuft. Wie gesagt, ich werde jetzt hier wieder voll reinhauen in die Taster. Ob sie es machen? Ich hoffe es mal. Wenn nicht, ballern wir noch einen Angriff. Der Gegner versucht, Gegner zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter. Vom Feind kontrolliert. Ey! Scheiße. Na, das war's. Das war's. Das war's leider. Ja. Dann steht's 2-2, müssen wir jetzt im Angriff alles raushauen, als es Rang wäre. Bam, bam, bam. Ja. Na, ja, dass aber Chakal nicht gestorben ist direkt. Mann, Mann. Aber kein Problem. Alles locky, locker, locky, zocker auf locker. Aber das ändert sich. Ich werde jetzt auch eine Rangfolge machen. Jetzt kann ich das auch hier, ohne dass es ruckelt. Komm, ich habe mal Puls mit. Pulsi, Pulsi, Pulsi. Ich muss definitiv mit Montagne und Blitz mal wieder, ja, reinhauen. Besonders hier auf dem PC. Dass ich da sehr gut klarkomme. Mit denen würde ich gerne auch mal öfters zocken. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Sind wir wieder hier? Oh. Sind wir wieder hier? Boah, meine Fresse, Alter. In diesem Bereich ist. Aber jetzt darf ich nicht mehr hinten hingehen. Die wissen das jetzt. Da muss ich definitiv aufpassen. Naja, dass man hier hingeht, wissen die auch immer, aber. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? So. Versuchen wir das mal. Ach, die kommen wieder von da hinten. Ja, ja, aber jetzt. Jetzt passt er auf und geht von woanders dann hoch. Oh nein, Mann, das gibt's doch nicht, ey. Jetzt fehlen mir echt die Worte, Leute. Packt er das noch? Meine Süßen sind in Position. Komm, komm, das schafft ihr. Alter, heftig, wie geil. Ich lade nach und brauche Deckung. Sieht man da irgendwas noch? Kameras?
Kameras. Na gut, der lauft da oben herum. Ey, wie geil, die machen das noch, wie geil. Die machen das noch. Ihr schafft das. Nice, die haben es echt noch gerockt. Die haben das Ding noch gerockt, ja. War blöd gewesen am Ende, aber gut. So, das war jetzt mal eine Testaufnahme, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Wir hören uns auf jeden Fall morgen bei dem 5000 Abonnenten Gewinnspiel. Bis denen.